Moin Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Es fühlt sich so an, als hätte ich ewig nicht mit euch gesprochen, obwohl die ganze Zeit Videos kamen, aber ich habe die ganze Zeit nicht aus der Hand gevloggt, sondern habe mich die ganze Zeit filmen lassen. Und es war für mich auch mal eine coole Auszeit, ganz entspannt und so feste Drehzeiten zu haben. Aber ich freue mich jetzt sehr, sehr, dass ich diese Kamera heute in der Hand habe, denn ich bin heute auch wieder in Hamburg gelandet, beziehungsweise ich bin gestern in Hamburg gelandet, bin heute wieder zu Hause. Heute haben wir Mittwochmorgen. Ich bin gestern Abend relativ spät gegen 9 Uhr in meiner Wohnung angekommen, war noch kurz einkaufen am Flughafen und habe dann alle noch meine Sachen ausgepackt, weil ich hasse es, nach Hause zu kommen und dann volle Koffer zu haben am nächsten Tag. Deswegen musste ich gestern noch alles ausräumen, alles auspacken und so konnte ich heute Morgen ganz entspannt ausschlafen, weil ich habe irgendwie in Wien nicht so gut geschlafen. Ich glaube, es lag irgendwie in diesem Apartment. Keine Ahnung. Aber heute habe ich in meinem Bett geschlafen und es war mega gut, hat mich mega erholt. Mein Gewicht ist auch heute wieder ein bisschen runtergedroppt. Ich war jetzt bei 56,4. Nach unserem Cheat war es ein bisschen erhöht, immer so zwischen 56,6 und 57,5 so. Das heißt, ich habe jetzt wieder einen guten Kilo gedroppt. Wasser ist wieder ein bisschen raus und Stress ist hoffentlich wieder ein bisschen raus. Genau, aber es geht für mich am Freitag schon wieder weiter. Das heißt, ich habe nur heute und morgen zu Hause. Es gibt wieder einiges zu organisieren, zu planen, zu erzählen. Aber wir machen jetzt erstmal einen Formcheck. Heute haben wir grundsätzlich Rest Day. Deswegen habe ich viel Zeit, euch abzudaten. Ich freue mich ganz doll, Leute. Bis später. Voll spannend, wie die Form jetzt wieder zu Hause aussieht. Ich bin zufrieden mit den Bildern. Bin gespannt, was Stefan sagt. Er sagt wahrscheinlich sowieso, passt alles wie immer. Aber ich freue mich trotzdem jedes Mal auf sein Feedback. Bin trotzdem jedes Mal gespannt, was er sagt. Und jetzt mache ich Frühstück und zwar Porridge. Ich müsste jetzt nur noch meinen Mandelmus hinzufügen. Ich freue mich total, weil ich habe heute mal wieder Tusi Plus. Weil ich hatte in Wien nur mein Fun Protein dabei, ein Schoki. Und das liebe ich über alles. Aber ein bisschen Abwechslung liebe ich auch. Und das ist ja immer das Coolste, wenn ich zu Hause bin, dass ich einfach die maximale Abwechslung habe. Deswegen jetzt heute Tusi Plus in, welche Sorte habe ich genommen? Ich glaube American Cookie. Liebe ich, liebe ich, liebe ich. Richtig, richtig gut. Und ich habe jetzt in Wien mir mal Hafermark geholt. Das ist quasi wie Hafermehl, glaube ich, hier. Und das ist mit Haferflocken gemischt, weil meine Haferflocken fast leer waren. Und das ist eine richtig geile Konsistenz. Ich habe die mitgenommen, den Rest. Und das werde ich jetzt, glaube ich, öfter mal machen, weil das wird noch kuchenartiger, noch thicker. Und man hat nicht weniger Volumen. Also ich hätte halt gedacht, dass es ein bisschen weniger Volumen wird, aber gar nicht. Und eine richtig gute Konsistenz geworden, Leute. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen, das mal zu probieren. Ich werde es jetzt auch mal mit nur Hafermark probieren. Ja. Wir haben schon 7:15. Ihr wisst, es ist für mich eine sehr, sehr späte Uhrzeit. Aber ich bin sehr happy, dass ich heute ausgeschlafen habe. Ich fühle mich gut. Und wir können den Tag crushen. Oh, die Hydrierung am Morgen ist doch auch mal wunderbar. Wunderbar, ganz wunderbar. Oh, Regen. Typisches Problem. Jule sucht ihr Auto, nachdem sie 3 Jahre lang nicht zu Hause war, aber auch natürlich keine Ahnung mehr hat, wo sie geparkt hat. Scheiße. Und es regnet. Ich habe jetzt einen Wimperntermin. Wo steht mein Auto, Leute? Every time. Every time. Oh, Leute, ich habe Gisela gefunden. Wenn ihr das nicht noch nicht mitbekommen habt, mein Auto heißt Gisela, weil meine Oma mir dieses Auto vermacht hat. Liebe Grüße an Oma, wenn du das siehst. Und meine Oma heißt Gisela. Hab dich ganz so lieb, Oma. Und jetzt geht's Wimpern machen. Ich habe eigentlich gar keine Zeit für Wimpern. Mein Vormittag war mir voll stressig, weil es voll unpredicted Arbeit reinkam. Aber ich freue mich auch zu liegen, obwohl ich eigentlich viel schaffen möchte. Naja, egal. Müssen wir durch. Wir wollen ja schön sein.
weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber ich bin ein bisschen red im Face. Ich habe Augenbrauen bekommen, Wimpern bekommen, bin super happy. Habe mir gerade bei Rossmann noch meine Lieblingsmaiswaffeln gekauft, weil die gibt es bei Rossmann hier. Richtig crunchy, richtig lecker, haben irgendwie nochmal einen gewissen anderen Flavor. Und jetzt geht es nach Hause, eine nächste Mahlzeit essen und dann geht's ins Gym zum Posen und Mobility machen in mein Home-Gym. Ich freue mich voll doll, Leute. Wir haben eine Mischung aus Hähnchen und Rind, Tomaten, Maiswaffeln, Ketchup, Barbecue-Soße, Salz und Basilikum. Und I will enjoy this, because I'm hungry. Kaum zu erwarten, dass ich mal hungry bin in meinem Life. Hm? Waren wir auch. Bin sehr happy, dass ich einen wundervollen Friseur in meiner Nähe gefunden habe. Yay! Haare maximal geil. Bin richtig happy. Leider ist es gerade schon sehr, sehr spät geworden. Es ist 20 nach 6. Ich habe eigentlich nur ein bisschen mehr als eine Stunde für den Friseur eingeplant, weil es letztes Mal so schnell ging und ich habe jetzt noch eine Mahlzeit offen, vor meiner letzten Mahlzeit. Aber gut, ich bin heute ja auch ein bisschen später aufgestanden. Ja, ansonsten gab es heute so viel Arbeit irgendwie. Ich habe das die ganze Zeit nebenbei gemacht. Bin aber noch nicht durch. War aber coole Arbeit, also viel zu tun für Vayu. Da haben wir einige neue Athleten zum Beispiel, um die sich gekümmert wird. Und ja, es ist geile Arbeit. Aber wie gesagt, viel zu tun. Ich muss gleich noch ein bisschen was machen, also essen, arbeiten und dann Wäsche machen noch, weil ich muss ja bald wieder los, muss ja wieder alles mitnehmen und aufhängen und ich hatte eben nur nach dem Posing geht übrigens gut, nach dem Posing hatte ich mTORS, das heißt Proteinbiosynthese wurde stimuliert, aber jetzt gibt es richtiges Food. War ein wunderschönen Happy Day, Leute, es ist der nächste Tag. Gestern verlief genauso, wie ich es gesagt habe. Ich habe nur noch gegessen und gearbeitet und bin dann schlafen gegangen. Auch wieder relativ spät, deswegen habe ich heute bis 6 Uhr geschlafen wieder. War auch wieder, 6 Uhr, ja, 6 Uhr geschlafen. Und ich fühle mich heute ausgeschlafen. Es geht jetzt gleich ins Beintraining und zwar fühle mich heute mit Timo. Deswegen gibt es jetzt hier gerade nur einen kleinen Zwischenerklärungsstep von mir in diesem Vlog. Aber das Beintraining und meine Mindset-Tipps für das Durchziehen einer Prep, für die Erreichung meiner Ziele, für alles, was ich mir kreieren möchte, wie ich einen positiven Lifestyle führe. Das möchte ich euch heute im Beitrag so ein bisschen nebenbei erzählen. Das habe ich mir vorgenommen und ich glaube, das wird ganz cool. Also schaut euch sehr, sehr gerne das Video an, weil ihr habt euch auch viel Content zum Thema Mindset gewünscht. Und den möchte ich euch natürlich geben, weil das, ja, ich würde sagen, ein kleines Steckenpferd von mir ist und ich auch sehr, sehr gerne darüber spreche. Ansonsten muss ich heute sehr, sehr viel packen und organisieren, weil morgen geht es für mich nach Fulda, weil, das sehen wir morgen nicht, das erzähle ich euch morgen. Auf jeden Fall geht es zu einem coolen Event und darauf freue ich mich sehr und da werde ich euch morgen mitnehmen. Bis morgen. Und Happy Friday, Leute. Es ist schon wieder der nächste Tag und es ist soweit. Ich mache mich gleich auf den Weg zum Bahnhof und zwar fahre ich gleich nach Fulda. Dort ist meine Unterkunft für den Champions Talk, denn Tim Budesheim hat mich eingeladen. Eine von, ich glaube, 20 Athletinnen werden wir sein, die dort beim Champions Talk ein bisschen sprechen, ist es im Endeffekt. Ich glaube, es wird ein ziemlich, ziemlich cooles Event. Das Ganze ist von Matthias Botthoff moderiert. Und ich denke, wir werden so ein bisschen interviewt, wir sprechen so ein bisschen, wir inspirieren, wir reden über Bodybuilding und ich freue mich mega doll drauf. Einerseits natürlich ganz viele von euch kennenzulernen, aber auch ganz viele von den anderen Athleten mal persönlich zu treffen, denn ganz, ganz viele kenne ich schon. Man connectet sich natürlich über die sozialen Medien. Es sind noch einige vom Team Bio da, aber viele habe ich noch gar nicht in Real Life getroffen und darauf freue ich mich ganz doll.
Und ja, ansonsten, ich habe heute wieder Cardio reinbekommen tatsächlich. Ich hatte ja jetzt, glaube ich, 1,5 Wochen gar kein Cardio gemacht. Und dadurch, dass mein Gewicht jetzt aber minimal hochgeht die ganze Zeit, gehen wir jetzt mit dem Cardio wieder ein bisschen hoch. Das heißt, 6x30 Minuten wird es jetzt wieder für mich geben für die nächste Zeit. Kann natürlich auch nochmal zu weiteren Anpassungen kommen. Genau, ich werde in Fulda, beziehungsweise dort in der Nähe, vor dem Event noch trainieren gehen. Und ich mache jetzt, glaube ich, anteilig noch ein bisschen Cardio. Ich gehe gleich nochmal aufs Laufband. Ich habe noch 1/2 Stunde, bevor ich zum Bahnhof los muss. Und den Rest mache ich dann im Gym. Genau, ich freue mich auch wieder auf ein bisschen Bewegung. Es war schon sehr entspannt, muss ich sagen. Aber es hat sich auch ein bisschen komisch angefühlt, sich jetzt irgendwie gar nicht mehr kardiotechnisch zu belasten. Genau, ich habe richtig Lust auf den Tag. Ihr seid dabei und see you later. Ach so, und ich bin nur mit einem Koffer unterwegs. Hier ist mein neuer Koffer. Ich musste mir einen neuen Koffer holen, weil mein anderer in Wien kaputt gegangen ist. Der war aber auch schon sehr alt. Und ach so, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich danach mache. Denn ich bin nur eine Nacht in Fulda und werde dann nach Berlin fahren, weil nächste Woche haben wir in Berlin ein Weihe-Shooting am Mittwoch. Und da bin ich auch. Und irgendwie bevor ich jetzt irgendwie Sonntag wieder nach Hause fahre, nach Hamburg, kann ich auch direkt nach Berlin fahren. Ich habe ja die Wohnung von meiner Tante. Die lebt in Mailand und ist deswegen nur sehr, sehr selten in Berlin in der Wohnung. Und die steht halt sonst leer. Deswegen bin ich dann da. Und kann in Berlin wieder geil trainieren. Freue ich mich auch schon richtig doll drauf. Am Mittwoch dann das Weihe-Shooting. Und am Donnerstag geht es für mich auch noch nicht nach Hause, sondern auch noch an einen anderen Ort. Aber dann gibt es dazu mehr. Es muss ja auch für euch spannend bleiben. Hamburgo verlasse ich heute mit wunderbarem Wetter. Glaube aber, dass es dort, wo ich hinfahre, auch, oder ich hoffe es auch zumindest, dass dort auch wunderbares Wetter ist. Aber richtig schön. Und ich habe mir keine Winterjacke eingepackt, Leute. Ich war jetzt mal richtig mutig. Stefan hat sich immer über mich lustig gemacht, dass ich meine Downjacke die ganze Zeit anhatte. Ich habe nur meine Jeansjacke und die dabei. Und die ist übrigens von Hollister, weil ihr mich das immer fragt. Ich finde die richtig cool. Ja. Jetzt hole ich mir erstmal Cola. Decke mich mit Cola ein. Und dann 3 Stunden Zugfahrt. Worky work. Und ich habe auch schon wieder ein bisschen Hunger. Angekommen in Fulda. Jetzt muss ich mir mal ein Taxi suchen, um zu meiner Autovermietung zu kommen, weil ich habe kein Auto gemietet, Leute, für einen Tag, weil diese Strecken hier irgendwie super weit sind, Gym und Unterkunft und Veranstaltung und deswegen habe ich mir jetzt ein Auto geholt. Ich bin eins. Aber irgendwo muss ich hier mal ein Taxi finden. Ach Leute, ich bin über Überforderung hier, aber ich denke mir mal, okay. Ich habe es in Amerika geschafft, dann werde ich das auch hier schaffen. Hab's das Auto geschafft. Jetzt gehe ich kurz einkaufen zu meiner Unterkunft und dann geht's ins Training. Mitten auf dem Dorf, Leute. Mitten auf dem Dorf. Wunderbar, Leute. Ich habe es in meiner Unterkunft geschafft und die ist total schön. Küche. Sogar mit Geschirrspüler. Hey. 2 Betten, aber ich bin natürlich alleine, wie ihr wisst. Wer sollte auch mit Dulce Bikini reisen, außer Dulce Bikini alleine mit sich selbst? Ein Badezimmer. Sauber. Und ich packe mich hier gleich erstmal ein bisschen aus. Ist laut hier, die Trecker fahren. Und dann geht's gleich ins Training. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil so viel Zeit habe ich nicht. Und ich fahre jetzt hier in Fulda ins High Five, glaube ich. Schon wirklich sehr wunderbar, wenn ein Gym direkt an einem Einkaufskomplex steht und maximal viele Parkplätze zur Verfügung stehen. Und jetzt geht es erstmal ins High Five. Ich habe irgendwie Bock auf Schultern. Schultern, wie immer, ihr wisst Bescheid. Ich darf nicht zu viel Rücken machen. Ha? Ich dachte, das wäre Straßeninterview. Straßeninterview? Nee, ich interviewe nur mich selbst. Okay. Hattest du ein gutes Training? Ja, das wünsche ich dir aber jetzt auch. Dankeschön, danke. Ciao. Ja, die Menschen hier schon mal auf jeden Fall maximal nett. Das Coole ist, dass es im High Five eigentlich immer ziemlich gute Geräte gibt.
Und ich mache mich gerade auf die Suche nach einer Seithebemaschine und es könnte gut aussehen, Leute. Drückt mir die Daumen. Getting ready. Leute, mein Training ist durch und es war ganz gut. Ich habe jetzt wieder Cardio drin, habe jetzt deswegen noch 20 Minuten Cardio gemacht. 10 Minuten hatte ich heute Morgen schon. Und jetzt habe ich voll Hunger. Es ist schon jetzt 4 Uhr, eigentlich sollte ich um 4 Uhr da sein. Aber ich glaube, das ist ein bisschen flexibel. Und es ist auch ganz schön stauig, muss ich sagen. Ich glaube, ich fahre da bestimmt eine Dreiviertelstunde jetzt hin. Oh. Aber erst muss ich essen. Erstmal gibt's Food. Ich habe richtig Hunger. Richtig Hunger hat die Jules. Und an dieser Stelle beende ich auch das Video, weil ich glaube, der Champions Talk wird ein richtig cooles Video an sich. Ich werde auch probieren, möglichst viel mitzufilmen, möglichst viele Leute einzucatchen. Ich freue mich ganz doll, bin richtig excited. Aber erstmal gibt es 50 Gramm Rice Pudding, oh yes, 20 Gramm Vanilla, Final Protein und 30 Gramm Pflaumen. Und denkt dran, dass ihr mit Code Jules Bikini bei ESN.com immer den besten Deal bekommt. Aktuell gibt es 20% auf alle Vitalstoffe, das heißt Magnesium, Zink, Athlete's Deck zum Beispiel mit Melatonin Spray, B12 Spray, Vitamin D3. Alles Dinge, die ich tagtäglich never, never, never skippe, weil die meine Leistungsfähigkeit ausmachen, weil die meine Gesundheit ausmachen. Und nur mit maximaler Gesundheit bin ich auch maximal leistungsfähig und kann damit maximale Gains bringen. Das heißt, spart nicht an der falschen Stelle, achtet auf euch, achtet auf eure Gesundheit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, dass ihr den Kanal abonniert, dass ihr dem Video ein Like schenkt. Und dass ihr eine Jules Bikini Fam seid. Bis bald.